Und jetzt schauen wir uns noch was Dummes an. Ich habe euch auf Twitter gefragt, schickt mir eure Bewerbungsbilder und daneben euer asozialstes Foto oder das schlimmste Foto von euch. Nur damit man mal sieht, ja, das bin ich bei der Bewerbung und das bin ich, wenn ich quasi privat mit meinen Leuten bin. Wir schauen mal rein, Chat, wir schauen mal rein. Beginnen wir mit dem ersten Bild. Wir fangen direkt an. Und zwar haben wir hier ein Bild von Tanzverbot. Och nein. Kilian, Bruder, bitte. Ja, okay, also das ist ein Top-Bewerbungsbild, aber auch das asozialste Bild gleichzeitig. Ich glaube, das passt. Super Bild, mein Lieber. Also einfach nur Baba, wirklich, einfach nur toll. Okay, what the f***. Okay, Cengiz, stark, stark, stark. Auf dem Bewerbungsfoto noch mit vollen Haaren und allem drum und dran und hier komplett zutätowiert im Babyplanschbecken und Platze und Bart. Ich schwöre, Alter, krass. Krass wie Cengiz. Hä? Einfach Cengiz mit Haaren. Wie krass einfach, Junge. Hä, wie geil. Cengiz mit Haaren. Noch nie gesehen. Digga, Muff. Also Muff, wirklich. Das ist so cringe. Muff, wirklich. Guck mal, Bro, es wäre jetzt die perfekte Möglichkeit gewesen, für dich hier ein Face-Reveal zu machen, ja? Einfach mal allen zu zeigen, wie gut du aussiehst. Lustig und gut umgesetzt. Aber, ja, okay, Bro. Sorry, ich hatte nur Bewerbungsfotos. Digga, ist das schlimm. Ich schwör, manchmal wache ich morgens auf, ja, und ich folge Ronny Berger halt auf Twitter und dann wache ich auf und dann sehe ich ein Bild von mir und dann denke ich mir so, Alter, Zeit wieder ins Bett zu gehen. Sechi hier mit einem sehr elaborierten Bild, klar, hier auf Bewerbung angelehnt, im alten Gewand und hier auf asozial, das ist natürlich sehr passend, Bruder, gut gemacht. Das habe ich auch auf der Bewerbung, was ist verrückt. Okay, stabiles Bewerbungsbild. Das sieht actually sehr, 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 das sieht aber auch nicht asozial aus, ne? Das sieht auch komplett normal aus, würde ich sagen. Also, liebe Tanzende Wunder, da muss man jetzt an der Stelle mal sagen, nö, also beides sehr gute Bilder. Gut getroffen, ne? Kann man nicht anders sagen. Oh, Dicker, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch... Alter, Digga, was ist denn auf dem rechten Bild mit dir los, Digga? Also entweder hast du gerade eine Trennung hinter dir, du hast richtig viel gekifft, ich weiß es nicht, Dean. Digga, das ist auf jeden Fall der dickste Bubatz in deinem Leben gewesen, den du hier weggezogen hast, mein Judster. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist actually ein gutes Bewerbungsbild. Also ich glaube, wenn man das hier so framed, so, hier so, zack, zack, ne, wenn man jetzt sagt, so, das hier als Bewerbungsbild, warte mal kurz, Chat. Ach, kann ich jetzt nicht ausschneiden. Wenn ich mal jetzt sage, so hier nur so, geht das voll, ne? Nicht schlecht eigentlich. Alter, okay, what the. Okay, also hier ist ein Passbild, ganz normales Foto, ganz normales Passbild so, ne? Damit könnte man sich auch bewerben. Und dann ist halt hier das andere Bild irgendwie mit einer Flasche Maggi. Nee, also auch da, da Foxy. Top, also ich denke mal, mit beiden Bildern kriegt man einen Job. Kommt halt nur darauf an, wo man sich bewirbt. Aber beide schön, also beides tolle Bilder, doch. Ich habe kein Bewerbungsfoto, bin aber beides ich. Was ist mit dem rechten Bild? Bro, das ist einfach der Fivehead in Person. Was würde ich alles tun, diese Flasche Marke zu sein? Okay, Bruder, entspann dich bitte. Das ist einfach Fivehead Champ. Hier auf jeden Fall in Arbeitsmontur scheinbar, ne? Handwerker-Outfit oder sowas ist es, glaube ich. Oder Kontrolleur, Fahrkarten oder so, ich weiß es nicht genau. Und das hier, einfach der Fivehead-Move. Stabil, stabil. Ich würde dich mit dem Bild einstellen. Ich glaube, ehrlich, wenn sich jemand bei mir bewerben würde, dann würde ich das Bild hier einfach so nehmen. Vielleicht, ey, vielleicht machen wir das mal. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da unter dem Video, wenn ihr wollt, dass ich mal so ein paar lustige Bewerbungen von euch einfach nehme und die vortrage. Oh nein. Oh Bruder. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also mit dem Bild würde ich ihn einstellen. Mit dem Bild aber auch. Hier als Versicherungsmakler, ne? Und hier als Türsteher. Klar, finde ich gut, finde ich gut. Passiert. Das ist... Okay, also, das hier ist ein ganz normales, schönes Bild. Kann man nichts gegen sagen. Aber was ist denn hier los? Marianne, was ist denn hier passiert? Digga, was ist denn hier los? Alter, da muss man jemand den Puls checken. Unfassbar. Ja, ja. Ey, wirklich. Man kann mit meiner Community einfach keine Formate machen, ne? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann mit euch sowas nicht machen. Das funktioniert nicht. Links so süß, rechts einfach, Digga. Ey, der gibt mir irgendwie so, wie heißt doch mal dieser eine Politiker, der mit dem wanstigen Bauch. Ey, also, komm,
Ich kann nicht. Was ist das auf der rechten Seite? Peter Altmaier, genau. Es gibt mir Altmaier-Vibes. Das hier, also rausgehauen, muss man ganz ehrlich sagen. Schönes Bild für eine Bewerbung, top. Aber das hier, was ist das? Mann, wieso kann man das nicht mal vernünftig? Mach doch mal bitte. Ist das auch dein Bewerbungsbild oder was? Ist doch Zeit, gleich dein Bewerbungsfoto, ne? Ja, es ist top. Ist einfach nur top. Hier, mit Kippe in der Hand, ne? Glas, leichtes Auge bisschen zu. Wirklich toll. Einfach nur toll. Ach so. Oh nein. Der heißt auf Twitter Koksi Koks. Hier ein komplett normales Bewerbungsbild und das hier. Oh, Dicker. Och nein. Oh, Brudi. Ey. Ich sag's dir ehrlich, wenn sich so jemand bei mir bewerben würde, ich würde ihn annehmen, ja? Ich würde ihn nehmen. Ich sag's ehrlich, ich würde ihn nehmen. Klingt nach einer ehrlichen Persönlichkeit. Hat noch keine Jobsuchsage. Okay, Knirps. Also das Bild hier ist auch schön, ne? Ist auch ein schönes Bild. Sieht halt einfach aus wie der Giga-Chat-Filter, ne? Es sieht halt einfach aus wie der Giga-Chat. Ist der Omni-Chat, wa? Ich weiß es nicht. Also es ist schon, ja doch, es kommt schon sehr nah ran. Ja, und hier halt nochmal mit Schminke, ne? Steht auch oben Uvo und 030 wegen Berlin, I guess. Uvo. Ey, in Berlin kannst du, sag ich mal, auch dich so bewerben, Brudi. Da kriegst du auf jeden Fall auch einen Job mit. Da kann ich auch, also, gerade die Vokuhila gefällt mir sehr. Das ist ein tolles Bild für eine Bewerbung, super. Die schreibt, so geht's mir. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Nee, also auch hier. Top, top. Einfach nur top. Einfach nur top, wirklich. Hab keine Werbungsfunktion, deshalb ein normal. Okay, gut. There is a lot to unwrap, okay? Das hier ist ein super normales Bild. Gar kein Ding. Aber das hier mit der Bong, Alter. Oh mein Gott. Gott, also. Ich kann nicht mehr. Chat, das ist doch nicht. Oh Gott. Ey, ich lieb's aber. Support. Gönnermin rein in die. Zieh. Lieben wir. 10 auf 10 Sands und einer halben. Auf 10 Sands und einer halben 80er Oxy. Ist ein normales Bild so. Kann man machen für eine Bewerbung, ne? Voll schön so. Digga, ich weiß ja nicht, ob 10 Sands und eine halbe 80er Oxy so. Ob das der Way to go ist, oder Chat? Sag ich euch ehrlich, das klingt schon. Ja, aber ey, wenn du gut schlafen konntest, ne? Ich studiere BWL. Ah ja, sie hat's richtig gemacht. Guck mal hier. Trüli mit einem wunderschönen Bild hier. Richtig nice, ne? Mit Bluse und allem drum und dran. Schönes Lächeln. Und hier Baba Haas in der Shisha hier, Salame. Mittwochabend Standard. Ich sag's ehrlich, also beides schöne Bilder. Kann man nicht anders sagen. Hier auf jeden Fall mit dem Capital Bralelele-Hut. Mit einer Shisha. Nicht schlecht. Das ist es auch mal an der Stelle. Colin Kubler, erkenne ich sofort. Absoluter Ehrmann. Colin hier mit seinem Bild. Und ja, beide Bilder gehen klar, sage ich ganz ehrlich. Fresh und nice, kann man nicht ehrlich sagen. Kann ich anders sagen. Hier ein ganz normales Bild, ne? So hier, komplett schön. Und hier wird dann halt einfach ein Gänseblümchen verspeist. Also auch da an der Stelle, ne? No shame, kann man machen. Das ist so ein Bild, was man auf so einer Firmenwebsite finden würde, wo dann so unser Team, so Marco hier, ne? Marco an der Stelle hier, stabiler Typ, von so einer Graffiti-Wand, sieht aus wie ein richtig freundlicher Mann. Marco freitags abends. Guten Marco, lass dir schmecken, mein Liebster. Schönes Ding. Sehr schön. Ey, das waren auf jeden Fall einzigartige Einblicke in das eurige Leben. Schön, sehr schön, hat Spaß gemacht, da mal reinzugucken. Sag ich ganz ehrlich, warum denn auch nicht?